Herzlich willkommen, liebe Gin Tonic Freunde, hier aus dem Gin Tonic Newsroom. Heute möchte ich euch vier ganz besondere Gins präsentieren. Der erste aus der Hansestadt Hamburg, der Gin Sul. Ich war selber vor Ort, wird in einer kleinen Destille mit 35 Liter gebrannt. Ein sensationelles Produkt mit tollen Orangen drinnen. Also ich kann auch nur empfehlen, probiert es aus, als Botanik eine Orangenzeste reingeben und das Gin Tonic schmeckt sensationell gut. Der G-Wine aus Frankreich. Die Besonderheit dabei ist, dass das Destillat aus Trauben produziert wird. Er hat auch einen ganz traubigen, fruchtigen Geschmack drinnen und ist auch mit 10 Botanicals versetzt. Mein Geheimtipp, wenn ihr einen Gin Tonic mit dem G-Wine macht, gebt eine Kiwi rein, ein ganz besonderer Geschmack und mit nichts anderes zum Vergleichen. Der Heyman ist ein klassischer London Dry Gin mit mehreren Botanicals, sehr wacholderlastig, aber auch sehr fruchtig. Probiert es mal aus mit einem Grapefruit und einem Sternanis drinnen. Schmeckt sensationell gut. Und dann noch etwas ganz Besonderes. Der Sorgin wird aus einer Sauvignon-Traube hergestellt. Deshalb auch so besonders, weil die Traube selbst gebrannt wird und der Wacholder wird gebrannt und dann zu einem Destillat zusammengefügt. Für mich eher ein New Western Gin, also vielleicht zum pur trinken, nicht unbedingt mit einem Gin Tonic. Probiert es mal pur oder vielleicht auch mit einem Eiswürfel und einem Soda. Etwas wirklich ganz Besonderes. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns beim Vienna Gin Festival. www.viennaginfestival.at, euer Gin Tonic.